Interludium. Die Verlassenen. Ein paar Tage später kommt der Botschafter, die Botschafterdelegation bei von Kelthaus Sonnenwanderer in Lordaeron an. Die Heimat der Verlassenen. Ja, das hier ist Part 13. Herzlich willkommen. Die trauen sich nicht durch die Wachen durch. Ob Sylvanas wirklich noch Gefühle für ihr altes Land hat? Mal sehen. So, was wollte ich euch erzählen? Genau, ich habe mir die Kurzgeschichte durchgelesen, beziehungsweise den Wikipedia-Artikel zu Anwena. Und mal sehen, ob es euch genauso geht wie mir mit der Geschichte. Ich finde es ein bisschen komisch, aber egal. Und Sylvanas möchte Kelthas unterstützen. Merkwürdig, merkwürdig. Kapitel 6. Der Marsch nach Silbermond. 6 Tage später kommen die Verlassenen und Sylvanas endlich den Blutelfen zu Hilfe, die sich auf den Kampf vorbereiten. Die meisten Blutelfen von der Scherbenwelt sind ebenfalls eingetroffen, darunter auch Eowyn und Liadrin. Übrigens hat sich Sylvanas schon mit den Orks verbündet, deswegen stand da Orks rum. Wir spielen also gerade Burning Crusade, kurz vor Burning Crusade ungefähr. Während unsere Charakter in Classic immer noch in östlichen Pestländern rumgammeln, ne? Pestländern, Mann, meine Stimme ist gerade weg.
Nun gut, ach du Kacke. Hab ich viele Helden. Wir sollen bald weiterziehen. Aldiel Shalah. Sherelle Aran. Sherelle Aran. Can we do something? Anything? May the light of the sun shine upon you. The pleasure is mine. So, ja. Genau. Wo klemmt's denn? Hart. Sylvanas Windrunner möchte die Insel der Sonnenwanderer einnehmen, das Startgebiet der Blutelfen. Lustig. Ich glaube, ich baue hier schnell nochmal ein bisschen die Basis aus, bevor sie uns wieder angreifen. Die werden uns hundertprozentig wieder angreifen. Nein, so nicht. Lasst mich. Holz natürlich. Eine unglaublich wichtige Ressource. Ich bin bereit, ihr seid am Zug. Kein Wort mehr. Ich arbeite dran. Senkpfeile müssen wir natürlich auch. Die können auch von rechts kommen, verdammt. Mein Volk muss gerecht werden. Ja, mein Freund. Ich spüre etwas. Keltas hat einfach drei Soldaten. Komm, greif mit drei Soldaten diese Basis an. Ich bin bereit. So, das hatten wir nie. 23.000 Gold, also es ist schon eine gute Goldmine. Das heißt, diese Basis werden wir wahrscheinlich ein bisschen länger haben. Forschung abgeschlossen. Ich bin bereit. Stahlsenkpfeile haben wir schon ausgerüstet. Die beiden Gebäude, die uns trotzdem noch wichtig wären. Ne, haben wir schon. Die beiden hier. Genau. Gut. Ihr unterbrecht meine Berechnungen. Die haben alle Gebäude. Lustig. Okay, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich spüre etwas. Ich hätte gerne aber, glaube ich, noch eine zweite Kaserne. Ich komme, um dieses Land zu säubern. Ja, ich bin. Ach, hier unten. Ich dachte, hier unten geht es auch noch lang. Aber da ist die Map zu Ende. Das steht nicht in der Blaupause. Schnell, Mensch. Haben die irgendwas? Kampftierausbildung. Der Hawkstrider-Ritter schlägt so stark zu, dass er die 25% der Angriffskraft auf die Gene auswirkt. Aha. Und Kampftierausbildung? Ach, das ist das. Okay. Können die Retter der Menschen das auch? Das weiß ich gerade gar nicht. So, beschlagene Lederrüstung haben wir auch hergestellt. Was wollt ihr? Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. So. Das steht nicht in der Blaupause. Wollen wir natürlich noch ein paar Gebäude. Janalala Balora. Arbeit ist voll dran. Aus Cesabalana. Hier rücken wir schon mal so ein bisschen vor. Einfach nur um zu gucken, was so existiert. Gibt keine optionelle Quest. Es soll geschehen. Ich tue mein Bestes. Es soll geschehen. Ich tue mein Bestes. Schätze mal, wir müssen nach Norden, um die orangene Basis anzugreifen. Ich bin hibbelig. Forschung abgeschlossen. Wie mache ich das am besten? Wie viele Heiler haben wir hier? Einen. Was ficht euch an? Dann möchte ich auf jeden Fall noch eine Zauberin haben und dann reicht es auch mit der Verteidigungstruppe hier. Unsere Stadt wird belagert. Deswegen wollte ich hier eine große Verteidigungstruppe haben. Weil ich das mir schon dachte. Auf euer Zeichen. Unsere Stadt wird belagert. Ach, verdammte Kacke. Schön und gut. Komme, um dieses Land zu säubern. What? Mehr von den Kreaturen von Dings hier, wie heißt er? Sein Name vergessen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ist jemand verletzt? So. Ich komme, um dieses. Gar nicht mal so schlecht gewesen gerade. Was ficht euch an? Natürlich. Okay, die Seuche können wir nicht disbanden. Auf euer Zeichen. Aber bisher schaffen wir es ganz gut. Die Helden sind echt klasse.
Ich glaube wirklich, ohne die Helden würden wir es halt nicht so gut hinbekommen. Einfach. Ganz easy peasy. Lemon squeezy. Die Magieströme sind heute bereit. So. Es ist mehr Gold erforderlich. Ja. Mehr Gold. Brauchen mehr Gold. Wir sollten bald weiterziehen. Solange kann ich die beiden eigentlich schon mal dahin schicken wieder, oder? Solange wir hier noch keine Dings haben, keine Armee. Das ist mir ernsthaft. Solange können die nämlich noch mit verteidigen. Ist meine Hilfe vonnöten? Ich kann es verbrauchen. Das ist im Handumdrehen erledigt. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Genau, Anvena. Ich wollte euch über Anvena erzählen. Und zwar, ich habe mir jetzt gerade hier natürlich schön den Wikipedia-Artikel rausgesucht. Ja, so gut bin ich. Schlecht. Das kann ich hier nicht rüberscrollen. Unsere Stadt wird belagert. Ich spüre etwas. Ach, Kacke. Flüchtiges. Hä? Ist mir ein Vergnügen. Just talking about you. Ich bin bereit. Wo klemmt's denn? Oh nein, schon mal. Mein Volk muss gerettet. Vielleicht sollten wir alle mal hier rausgehen. Ja, mein Volk. Ist jemand verletzt? Die können alle nicht dispellen, scheiße. Wo klemmt's denn? Das ist zu leicht. Ich bin bereit. Sehr gut. Oh, ihr seid zurückgekommen. Wie schrecklich langweilig. Ihr unterbrecht meine Rechte. Sein scheiß Derf und DK hat jetzt hier alles zerstört. Wie konnte das nur genehmigt werden? So. Das steht nicht in der Blaupause. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Sonst viel Truppen haben wir nicht verloren. Ja, mein Freund. Ach du Kacke. Narala Valore. Wir sollten bald weiterziehen. Pleasant Reef can wait. We're just talking about. Wo klemmt's denn? Huh? What? Anaria Shalah. I answer to the light. Yes. Ich muss immer so ein bisschen mich kontrollieren. Mich konzentrieren, deswegen kann ich gerade nicht so krass auf das Thema eingehen, was ich gerade reden wollte. Ich wollte über das Thema reden, Anvena. Ist meine Hilfe vonnöten? Wo klemmt's denn? Tigur. Ja, Tigur. Anvena Tigur. So heißt die gute Frau. Anvena Tigur. Ihr seid am Zug. Ist eine Dame. Ja, mein Freund. Arbeit ist vollbracht. Die. Das ist im Handumdrehen erledigt. Gar keine wirkliche Dame ist. Ist eine Menschenfrau. Diese Menschenfrau ist aber keine Menschenfrau. Verwirrt? Soll es, glaube ich, auch. Anvena Tangue ist keine Menschenfrau. Nachdem Keltas zum Sonnenbrunnen marschierte, um ihn zu dispellen, also um ihn unbrauchbar gegenüber Korruption zu machen, merkte, dass kurz nachdem Keltas das gemacht hat, der Drache Coelias Thras, der erste Gemahl von Alex Thras, der großen Drachenkönigin, das nicht funktioniert hat. Dass Keltas Zauber zwar so gut funktioniert, also schon funktioniert hat, aber dass es das Problem gab, dass dennoch es sehr leicht passieren kann, dass die Geisel erneut den Sonnenbrunnen benutzt, um Sachen herzustellen, die für die Blutelfen und an sich für die Welt nicht besonders gut sind. Die könnten damit zum Beispiel neue Todesritter erstellen, neue bösen Kreaturen und. Ach, wir haben Alaga nicht gesehen. Jetzt jagen wir die blöden Bastarde hier durch unsere Base.
Ich bin hibbelig. Shirelleron. 2 + 3 = 12. Was wollt ihr? Weil die einfach nicht klarkommen. Das steht nicht in der Blaupause. Einem Elf wäre was Besseres eingefallen. Wie konnte das nur genehmigt werden? Wo klemmt's denn? Aldiel Shala. We were just talking about you. The pleasure is Shirelleron. Im Valley of Errors. Okay, cool. Diese kleine Angriffsarmee ist aber schon so gut fast wie bereit. Wir noch ein paar Arkan-Golems und ein paar Ballistas haben und dann können wir eigentlich schon loslegen. Nein, 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 so nicht. Genau. Der Drache merkte, dass Kelters Zauber nicht so gut funktioniert hatte, wie er gehofft hatte. Die Geisel hätte den Sonnenbrunnen immer noch benutzen können, um Todesritter unter der gleichen herstellen zu können. Das würde natürlich jeder lebende Drache, vor allen Dingen Drachen, die roten Drachen, die wirklich halt nur dafür leben, dass die freien Völker Azeroths quasi generieren oder florieren können, niemals erlauben könnten. Also, ich spüre etwas. Anything. Wir sollten bald weiterziehen. Nahm der Rotdrache Kulias Thras quasi die Energien des Sonnenbrunnens in sich auf und erstellte einen kleinen Zaubertrick, einen Menschen, der gar kein Mensch war. Dieser Mensch sollte nur ein Gefäß sein, der quasi die Erinnerungen des Sonnenbrunnens in sich trägt und nicht wirklich mehr ist. Ich spüre etwas. Und nie mehr sein sollte. Ach, geht mir schon wieder auf den Sack hier. Alles. Verschwinden schon wieder unsere Höfe. Glory to the Sindori. Doch hübsch, wie sie versuchen, da rauszukommen, aber es nicht schaffen. Jetzt fliehen sie wieder alle. Are you ready yet? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Lustig. Das kleine Katapult. Ich will immer fliehen. Meine Hilfe vonnöten. Wir sollten bald weiterziehen. Arbeit ist vollbracht. Die Blutelfen warten. Ja, mein Freund. 2 + 3 = 12. Wir gehen mal hier hin und repariert mal wieder ein bisschen. Und wir holen nochmal 2 Heiler hier. Auf euer Zeichen, kein Wort mehr. Also los, überlasst das. Ist meine Hilfe vonnöten. Ich glaube, unsere Heiler sind alle tot. Ach nö. Ja, mein Freund. Nee, nicht ihr. Mano. Was ficht euch an? Ist meine Hilfe. Die auch nicht. Ich warte auf euch. Zeigt den Weg. Ich warte auf euch. Ich komme um die Dürste nach Magie. Geht bitte ein bisschen weiter weg. Arbeit ist voll. Zeit ist Mana. So, wie viele Bogenschützen haben wir? 4. Dann will ich noch einen Bogenschützen haben. Nein, so nicht. Gut, aber wir kriegen noch genug Geld. Wir haben 17.000. 2 + 3 = 12. Was wollt ihr? Mein Volk muss gerecht werden. Resurrection hat sie jetzt. Hat sie überhaupt jemanden wiederbelebt? Glaube nicht. Ich bin bereit. Gut. Verkackt. Ihr unterbrecht meine Berechnung. Ja, baut noch? Ja, ich bin super. Schon dran. Nein, so nicht. Ihr unterbrecht Lass meine mich. Berechnung. Man kann eigentlich auch mal Was wieder abbauen. Zeig den Weg. Wir bauen mal hier nochmal eine Ranger. Tante. Also los. Hier möchte ich wirklich noch ein paar Katapulte, 2 Katapulte und ein Arkan-Golem haben. Können wir keine Arkan-Golems herstellen? Doch. Aber dafür brauchen wir Inspired. Unsere Stadt wird belagert. Inspired. Ha. Wo klemmt's denn? Es soll geschehen. Ich bin bereit. Wir sollten bald weiterziehen. Shirelleron. Aralam Valori. Andaria Shah. Mein Volk muss gerecht werden. What? You are an inspiration. Alter! Das war ja gerade super. Die beiden Ultis gekommen, Boots, sind ja halt wirklich einfach die ficken ja alles. Gut. Ich würde aber sagen, bevor ich euch weiter von etwas erzählen will, was ich mich gerade nicht drauf konzentrieren kann, sehen wir uns in einem nächsten Part. Bis denn!